Hallihallo Freunde und ein herzliches Willkommen zu Planet Base. Ihr werdet euch wundern, was ist denn jetzt hier los? Ja, ich habe nebenbei ein bisschen weitergespielt, ein bisschen offscreen gespielt, damit wir ein bisschen vorankommen. Das hat hier schon ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe jetzt hier, was habe ich gebaut? Ich habe hier die Flugabwehr weiter noch erweitert, habe das Ganze alles nochmal ein Hütchen oder zwei Hütchen sogar erweitert. Und ich glaube, was ich noch gemacht habe, was ich noch erzählen muss, ich habe jetzt hier im Raumflughafen, damit kommen Kolonisten zu uns, oder nicht Kolonisten, Besucher, und die bringen uns eine ganze Menge Geld. Und ja, wie ihr seht, haben wir jetzt 15.000 Credits, wir haben mehr als genug von dem ganzen Zeug. Außer vielleicht Essen haben wir, also wir können uns nicht beklagen. Ich habe gut zugehauen hier oder zugebracht, dass ich das hier eigenermaßen erweitert kriege. Ich habe hier Energiekollektoren mehr hingebaut, damit von jedem etwas da ist. Ich habe mir gedacht, ich mache da ein bisschen offscreen, weil das einfach mal zu krass viel ist. Und hätte zu lange gedauert, weil wir wollen ja dann auch den nächsten Planeten spielen und so weiter. Und ich wollte das alles ein bisschen verkürzen. So, hier wird jetzt übrigens, deswegen habe ich jetzt auch gedacht, ich habe jetzt hier diese Pyramide gebaut. Und hier wird jetzt dieser Monolith gebaut. Ich bin mal gespannt, was das ist. Und daran wollte ich euch unbedingt teilhaben lassen. Den können wir zurückschicken. Ne, das hier. Moment, lassen, wir brauchen da keine Teile weiter. Und wie ihr seht, steht hier auch noch überall Kram drauf. Das müssen die erstmal. Siehst du, ich kann mal hier die Dinger runter machen. So, hier seht ihr schon. Hier sind Lager. Ich habe hier Lager hingebaut nochmal. Die sind schon wieder alle voll. Irgendwo stehen noch zwei Lager. Genau hier sind auch alle so gut wie voll. Und eben fressen, ihr seht, wir haben mehr als genug. Wir müssten eigentlich schon wieder ein Lager bauen, damit wir dafür Kapazität haben. Ist aber egal, brauchen wir nicht unbedingt. Wieso heult der? Das Ding wird jetzt hier bald fertig sein. Oder irreparabel beschädigt. Wasserspeicher ist niedrig, wieso das denn? Tatsächlich. Nicht gut. Das ist aber gar nicht gut. Wir brauchen Wasser. Wasser. Nee, der war nicht hier. Hab ich schon wieder ein paar Tage nicht gespielt. Ich bin schon wieder komplett raus. Echt Wahnsinn. So, hier können wir jetzt sowieso einen größeren bauen. Dann machen wir das mal. Schließen den da an. Und bauen hier jetzt noch. Der hier? Ja. Bauen wir hier noch einen großen Wasserspeicher hin. Weil mittlerweile habe ich Dinger freigeschalten, dass ich das alles mit größeren Sachen bauen kann. Okay. Kolonistenschiff. Ich weiß gar nicht, was brauche, habe ich denn für Kolonisten eingestellt. Ah, von jedem etwas. Ah ja, ich muss, glaube ich, auf eine gewisse Zahl von Kolonisten kommen. Ich mache das jetzt aber erstmal runter. Erstmal nicht, weil ich nicht weiß, wie wir jetzt erstmal mit dem Wasser vorankommen. Ich spule das Ganze mal ein bisschen vor. Oh, das Ding wird gebaut, so wie es aussieht. Der Monolith. Ich weiß nicht, was er bringt. Kann ich leider nicht sagen. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. Erstmal so ein Wasserding gebaut, das ist gut. Und der wird auch fertig. Sehr geil. So. Größenwahnsinnig erreicht. Oh. Sehr gut. Wiesen, was du kannst. Vielleicht sind wir jetzt sogar durch und können mit dem nächsten Planeten anfangen. Werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich noch nicht. Nein. Wie ein Handelsschiff hier. Oh, hier könnte man natürlich... Wollen wir hier nochmal ein bisschen zuschlagen? Ich würde sagen, ja, aber...
Hier, dieses fertige Essen kann man immer gebrauchen. Die können wir auch immer gebrauchen. Wir müssen schließlich bauen. Das brauchen wir nicht, da haben wir mehr als genug von. Das können wir immer gebrauchen. Einfach mit. Ach, hier, komm. Das auf jeden Fall auch. So, und hier die Roboter nehmen wir auch mit. Wie viel haben wir da an Kosten? 1900, die können wir uns leisten. Machen wir ditte. La, 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 la. Und. Was brauche ich? 1010. Okay. Zack. Und da liegt wieder ein bisschen Zeug. Ein paar Roboter sind auch dabei. Sehr schön. Jetzt ist halt bloß. Kann denn Kai irgendwas? Ah, okay. Du hast jetzt alle relevanten Technologien erhalten. Cool. Okay. Jetzt haben wir auch das alles. Okay, nice. Was wollte ich denn machen? Ja, das Ding können wir aber noch nicht bauen. Ah, es besteht keine Gefahr auf diesem Planeten von... Ah, okay. Gibt hier keinen Gegner. Haben die keinen Sauerstoff? Was, seid ihr besoffen? Wieso habt ihr keinen Sauerstoff? Hallo, Sauerstoff. Wer hat hier verarscht? Da, hier stehen überall diese Dinger, ne? Wir brauchen echt Schweine viel Sauerstoff. Habe ich festgestellt. Das ist ja krass. Schiff gelandet. Was hat er denn dabei? Mahlzeiten, die können wir immer mitnehmen. Die können sie nämlich direkt verwenden. Braucht sie nämlich nicht erst warten, aber da wir eh genug haben, nehmen wir erstmal hier noch Fress mit rein. Wir brauchen es eigentlich erstmal nicht, aber ja. Was wir haben, haben wir. Eigentlich auch mal wieder anfangen, ein bisschen was zu verkaufen. Jetzt auf einmal ist hier wieder Sauerstoff da. Aber gut, jetzt wird Neues dazu gezimmert. 18%, 19%. Das geht jetzt hoch. Dementsprechend ist alles schön. Eingehende Nachricht. Okay. Eingehende Nachricht. Ein Raumschiff mit einer kleinen Gruppe an Bord von Opfern eines Raumunfalls bittet um Hilfe. Besucheranforderungen. Okay, die werden geheilt. Okay, ja. Machen wir. Die dürfen landen. Wir sind wieder Verbrecher. Wenn er geht da hinten rein. Wären die Betten voll hier, Alter. Da leg dich doch hin, da ist doch noch ein Bett. Hä? Verstehe ich nicht. Zack. Auch geheilt. Ja, müsst ihr ein bisschen warten. Das kann ja nun nie ändern. Da kommt schon wieder so ein Ding. Hinlegen. Heilen. Da seht ihr. Alle geheilt. Was? Oh, jetzt kommt schon ein Sturm. Hiervon brauchen wir nichts. Wollen wir irgendwas verkaufen hier? Ach, scheiß drauf. Wir brauchen eigentlich auch nichts verkaufen. Was? Ist an Strahlung gestorben? Was läuft hier auch da hinten rum? Wir haben doch hier eine. So, was, ey. Hier liegt. Die liegt hier quer auf dem Bett, statt längst. Auch schön.
Dafür kann ich ja nun nix. Dass die Alte ihren Löffel abgegeben hat. So, die müssten eigentlich genug Energie. Ja. Nicht ganz, aber doch. Mehr sogar. So. Selbst am Tage braucht er das hier nicht, weil die funktionieren, wenn es Schneesturm ist. Schneesturm, sag ich schon, Sandsturm. Oh, Entschuldigung. Alter, diese Heuschnuppen, ne? Okay. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Müsste hier nochmal reingucken. Hier. Hier? Ja. Weiß nicht, ob ich das alles erreichen muss. Muss ich das? Muss ich echt die 1000 erreichen? Wie soll ich die denn erreichen, ey? Wie soll ich die erreichen? Hapert es an irgendwas? Ich dachte, ich kriege noch mal eine Nachricht, aber nö. Ich kann bald nicht mehr viel bauen. Pistolen nehmen wir mal. Fressen nehme ich auch immer. Hier das Zeug nehme ich auch immer, weil das brauchen wir zum Bauen. Und dann rein damit. Ja, brauchen wir nicht. 275. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, wieso kauft der Waffen? Ja, ihr habt das noch nicht gesehen. Ich habe es schon ein wenig öfter gesehen, dass hier irgendwelche Typen herkommen. Und seht ihr, ich musste mal... Fällt mir gerade ein. Wir wollten natürlich wieder für Besucher aufmachen hier. Dann kommen hier nämlich Besucher her. Das sind manchmal auch Verbrecher. Und die, ja, Besucher zahlen Geld dafür, dass sie hier essen und trinken dürfen. Eilenstein, ah, okay. Zusammenschluss, Bevölkerung erreicht 300. Das ist das, worauf wir jetzt hinarbeiten müssen. Und dann haben wir den Planeten fertig. 300 ist eine ganz schöne Latte. Also dann müssen wir jetzt nochmal, dann bauen wir jetzt nochmal was. Paar Lager auf jeden Fall. Lager baue ich hier dran. Weil da muss genug Fressen rein. Essen wird genug produziert, es muss nur genug rein. Da kommen Besucher. Es sind nicht wieder Bösewichte dabei. Ein Besucher, die voll sind. Ja, wollte nämlich gerade meinen. Das sind nämlich schon Feinde hier. Besucher, die voll gefressen sind und so weiter. Das heißt dann schon was. Sind ganz schön viele, Alter. Fünf Eindringlinge wurden getötet. Gestorben? Ne, die sind nur verletzt, ne? Das ist ja nicht schlimm. Ah ne, ah, na gut, der war tot, ja. Klar, habe ich auch angeklickt. Die bauen jetzt erstmal hier unsere Lager. So soll das auch sein. Lass die Ditte tun. Ist dann zwar unser blaues Zeug wieder alle, aber es macht nichts. Ditte macht nichts. Sind die hier so weit? Na, hier ist doch von allen, das geht doch noch.
Ach, Kolonisten müsste ich auch mal anstellen, ne? Dass die kommen. Geht hier noch einer noch, okay. Er wird auch nicht so lange auf sich warten lassen, denke ich. Lager wurde gebaut, sehr schön. So, als nächstes bauen wir hier. Einer kommt, ich wollte gerade sagen, einer muss hier noch hinpassen. Weil wenn wir viele Leute haben, brauchen wir auch viel Wasser. Energie müssten wir eigentlich genug haben. Ich hier noch irgendwo einen hin? Jetzt war aber. Das sollte erstmal reichen. Oh oh. Was hat er denn da? Schade, habe ich nicht gesehen. Irgendwo. So haben 40 Münzen. Sehr schön. Der Wassertank ist auch gebaut. Der würde jetzt auch voll, wird auch voll. Es sind nur noch 35, also. Aber das sollte reichen. Das ist auch fertig, das wird auch voll gehauen. Doch nicht mehr, reicht schon mehr. Ja, Sauerstoff brauche ich sowieso auch, weil da bin. Mit Sauerstoff bin ich immer am Limit hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das alles neu bauen soll. Kriege ich hier gar nicht mehr hin. Doch. Aber wenn ich sowas hier hinbaue, dann muss ich auch. Nein, da will ich nicht hin. Dann muss ich auch. Da hin und da. Was? Okay, ein Netzschiff. Was hat das denn dabei? Ah, Roboter können wir jetzt sogar ein paar gebrauchen. Sind uns eine ganze Menge in den Wicken gegangen. 640, das machen wir. Ein bisschen zu viel, aber egal. Scheiß drauf. So. Eingehende Nachricht. Große Gruppe. 25 Credits. Wir kriegen nicht mal einen Stern. Nö. Wenn wir jetzt einen Stern gekriegt hätten, ja, aber 25 Credits, Alter. 25 Leute, die verletzt sind. Die wollen mir die. Naja, das hört sich schon wieder so nach Verbrechern an. Wieso haben hier eigentlich alle so eine schlechte Laune? Was ist denn los? Ich kann gerne hier hinten so ein Ding hinbauen, aber. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass das euch hier so mega viel Spaß macht, da reinzugehen, also. Deswegen finde ich das alles ein bisschen überzogen, was sie hier übertreibt voll. Will ich das jetzt hier irgendwo noch hin oder? Na, außer hier. Was soll ich denn damit hier? Weit weg. Ja gut, aber ich brauch's. Was soll's, meist hier hin? Dann baue ich jetzt hier noch eine Dings hin, wa? Eine Luke. Gehen hier diese ganzen scheiß Roboter kaputt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Guck dir das an.
Alle Roboter gehen kaputt. Was ist hier los? Robot, Baubot, Transportbot, jetzt erstmal hier. Oh, die werden da repariert, okay, sehe ich alles ein. Aha, jetzt haben sie auf jeden Fall hier von dem Zeug alles weggeholt. Damit sie die Lager vollgestopft kriegen. Sehr schön. Sogar fast fertig. Komm, hier tragen sogar noch was. Der steht hier auf halber Strecke. Hier ist wieder ein Handelsschiff. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ach, nehmen wir jetzt ruhig mit. Wir haben nämlich nur noch 19. Das ist schon eine ganze, ganz schön wenig. So. Die schweben hier in der Luft. Teil ist da, okay. Das kriegt auch seine Berechtigung. So. Na gut. Dann gucken wir mal. So. Reihe. Gibt schon mehr Ärger. Wir ballern sich schon wieder. Ist auch schlechter. Da haben sie zwei von unseren Kolonisten getötet, diese Drecksäcke. So, ich hau hier richtig Bildschirme rein. Weil das stackt anscheinend. Wenn das stackt, machen wir das hier rein. So, der sollte jetzt aber reichen, oder? Was meint ihr? Sollte reichen. Können sie sich jetzt austoben? Wenn sie meinen und müssen. Wollen und. ...52 Roboter sind im Einsatz, 147 Kolonisten sind sogar schon wieder welche gestorben, ja, das ist eben passiert. Und ich sehe, wir sind schon wieder bei 23 Minuten und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und diesmal spiele ich nicht auf Screen weiter, jetzt spielen wir das zusammen wieder weiter. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge oder morgen. Bis dann, ciao!